Die Arktis ist ein einzigartiger Lebensraum. Unendlich weit. Und unberührt. Oder? Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich die Lebensbedingungen in der Arktis rasant ändern. Während die durchschnittliche Lufttemperatur weltweit seit der Industrialisierung um etwa 1 Grad gestiegen ist, liegt sie in der Arktis schon bis zu 5 Grad höher. Die Folgen sind gravierend. Das Meereis nimmt ab, die Gletscher auf Grönland schmelzen und der Permafrostboden taut auf. Aber was hat das mit Deutschland zu tun? Obwohl Deutschland über 2000 Kilometer von der Arktis entfernt ist, hinterlassen auch wir Spuren. Deutschland stößt als eine der führenden Industrienationen viele Treibhausgase aus. Diese verteilen sich weltweit in der Atmosphäre und verursachen die raschen Temperaturänderungen in der Arktis. Das bewirkt auch Veränderungen bei uns. Zum Beispiel kann es durch die Verschiebung arktischer Luftmassen in Deutschland häufiger zu spätem Frost im Frühjahr kommen, während es in der Arktis zu der Zeit schon taut. Weniger Meereis ermöglicht mehr Schiffen den Zugang zum arktischen Ozean. Mehr Schiffsverkehr und mehr Reisende stören das sensible Ökosystem. Abfälle und Luftschadstoffe aus südlichen Regionen gelangen über Winde und Meeresströmungen in die Arktis. Jeden Tag nutzen wir Ressourcen, die in der Arktis gewonnen werden, zum Beispiel Erdöl, Gold, Kupfer oder Platin. Der Abbau dieser Rohstoffe zerstört oder verschmutzt arktische Lebensräume in sonst unberührten Gegenden. Die Umwelt in der Arktis braucht besondere Aufmerksamkeit und weltweite Unterstützung. Deshalb setzt sich die deutsche Bundesregierung aktiv für den Schutz der Region ein. Deutschland hat sich international zum Klimaschutz verpflichtet und einen nationalen Klimaschutzplan aufgestellt. Deutschland trägt aktiv zur Vermeidung von Plastikmülleinträgen ins Meer bei und unterstützt ähnliche Initiativen weltweit. Die Reinhaltung von Luft und Wasser hat für Deutschland einen hohen Stellenwert. Deshalb setzt sich die Bundesregierung für die Minderung von Schadstoffen in der Arktis sowie für ein Verbot von Schweröl als Treibstoff in dieser Region ein. Deutschland unterstützt zur Erhaltung unberührter Gebiete die Ausweisung von Schutzgebieten im hohen Norden. Als Beobachterstaat stellt Deutschland dem Arktischen Rat Daten und Fachwissen zur Verfügung, um die Region gemeinsam nachhaltig zu schützen. Und auch jede und jeder Einzelne von uns kann im Alltag etwas für den Klimaschutz und die Umwelt und damit auch für den Erhalt der Arktis tun. Zum Beispiel Energie sparen, weniger Auto fahren, regionale Produkte kaufen, Müll reduzieren und trennen. Die Arktis ist uns näher, als wir denken. Denn was wir hier tun, zeigt dort Wirkung. Gemeinsam können wir weniger Spuren in der Arktis hinterlassen und diese einzigartige Region schützen und erhalten.